Psychologe warst, warst du so, ja, anscheinend. Ja, die Mainstream-Medien verbreiten das halt andauernd. Also das, was Lara sich jetzt hier herbeischwurbelt, das hat halt Rückhalt in den Medien, die ein Großteil der Bevölkerung konsumiert. Ich habe so einen richtig hetzerischen Bericht im NDR, zwei hetzerische Berichte über Markus Fiedler gesehen. Also die einfach alles, also die wirklich jetzt Zitate von ihm aus dem Kontext reißen, um gegen ihn zu hetzen. Hatte ich auch hier auf Twitch drauf reagiert, habe ich zwei Videos auf meinem zweiten Kanal. Schaut da gerne vorbei. Das ist so. Ja, oder schaut bei Vicky Hausen am besten vorbei. Die haben da zwei ausführliche Folgen zu gemacht, wo sie sich damit beschäftigen. Das sind die für irgendwie 88 und 90. Aber ja, sowas passiert in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, was Lara hier beschreibt. Also wir haben viele Leute in diesem akademischen Milieu, aus denen sich auch diese Fernsehsender rekrutieren, die so denken wie Lara oder zumindest so ähnlich denken. Sind die wohl gut? Mit denen hat das Establishment so seine Probleme, also unterstütze ich die. Und dann kam irgendwann die AfD und dann sind die alle rüber geswitcht, weil sie gemerkt haben, ja gut, die vertreten ja viel ehrlicher meine verschwörungsideologischen Ansichten. Hey, du weißt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die du da verbreitest. Das ist tiefster Schwurbel, Junge. Tiefster Schwurbel. Erwin, das Geh nicht und so zu rede sehen, mit ist Menschen. ziemlicher Geh Schwurbel, und weil, rede. glaub mir, ja, ich rede mit einer ganzen Menge Menschen. Glaub mir. Und ich habe auch schon mit einer ganzen Menge Menschen geredet. Okay, gut. Aber ich weiß nicht, wie du das Und machst, glaub mir, wenn das ist halt das Problem, dass dieses verschwörungsideologische Denken viel verbreiteter ist, als es viele wahrhaben wollen. Schau, ich habe hier einen Typen, wie gesagt, der war früher bei der AfD, ist wegen diesem Stream aus der AfD ausgetreten. Ja, weil er hier actually gesehen hat, dass das nicht so cool Gut ist, für in der diesen AfD zu sein. Typen. Warte kurz, ich kann ihn dir schicken und du Ach redest so, mit ja, dem. das ist natürlich Nein, nein, Moment, du redest super mit dem. Nein, Gegenbeweis. nein, nein, ist nicht Gegenbeweis, sondern es ist einfach ein echter Mensch. Rede einfach mit ihm und lass dir erzählen, er kennt Menschen in der AfD, er kennt Menschen, die sie wählen, er war dabei. Der kann dir einfach erzählen, was für Leute das sind. Du kannst gerne Franziska Schreiber, mit der ich auch geredet habe, einladen. Sie wird dir auch was über die AfD erzählen. Sie kann dir auch erzählen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist, welche Leute. Ich habe mit all diesen Leuten geredet. Und sie alle sagen das Gegenteil von dem, was du redest. Jetzt Ach kannst du was. natürlich sagen, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, dass das alles Agenten sind, die irgendwie mich belügen, aber ich glaube nicht. Also so einfach ist die Welt nicht, weißt du? Und ich finde, du machst ja die Welt viel zu einfach und ich finde Ach so, das ist einfach, Erwin. Das Das ist ist sehr einfach, einfach, was du was ich gerade beschreibst. gesagt Das ist habe. sehr einfach, weil du reduzierst einfach sozusagen alle Menschen, die die AfD wählen, auf Verschwörungstheoretiker. Das ist einfach lächerlich. Du sagst, 80% sind rechtsextrem, dafür gibt es weder Hand noch Fuß. Das ist einfach irgendwas. Ja, es ist irgendwas. Erwin, wie Es viele wird ja von denen nicht. sind rechtsextrem? Entschuldigung, es tut mir leid, aber warum sagt man, dass wenn die Sarah Wagenknecht zur Wahl stehen würde, sie die AfD halbieren würde? Weil Sarah Wagenknecht verschwörungsideologische Narrative bedient. Zum Beispiel wie was? Sie Dog whistelt während der Corona-Pandemie, sie ist bei der Beispiele, Migrationspolitik Beispiele, Beispiele, restriktiv Beispiele. und selbstverständlich beim Ukraine-Krieg bedient sie auch das Narrativ von, warum machen wir nicht endlich Friedensverhandlungen? Boah, sie will Frieden scheißen. Frieden, scheiß Schwurbel, das habe ich auch gesagt. Das ist für Dara schon Schwurbel. Das hat er ja schon, also das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber man kann es nicht häufig genug betonen, einfach zu fordern, ja, wir sollten Frieden verhandeln, das ist schon Schwurbel. Das geht gar nicht. Und wenn man Dara dann die Belege dafür nennt, dass das möglich wäre, beispielsweise die offizielle russische Position oder das russische Entgegenkommen bei den Friedensverhandlungen in Istanbul oder die russische Politik der letzten 30 Jahre, die gegenüber dem Westen sehr entgegenkommend war, ja, das spielt alles keine Rolle, das ist Schwurbel. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Nazi einfach, sie will Frieden, diese. Wie kann sie Erwin nur? möchte Höcke auf Frieden. Junge, ich frage dich, was Ah, die jetzt. Erwin Verschwörungstheorien möchte sind. Höcke. In der Ukraine, ja. In der Ukraine, ja, weil er halt der Meinung, also er macht das nicht aus abstrakter Friedensliebe, sondern einfach, weil er der Meinung ist, dass das im deutschen Interesse ist. Er ist ein Nationalist und das ist ja jetzt erstmal eine legitime Position. Höcke auf Frieden. Was sind die Verschwörungstheorien? Erwin möchte Höcke auf Frieden. Der redet von Frieden. Der möchte auch Frieden, oder? Einfach Ja sagen und zum nächsten Punkt übergehen, würde ich machen, denn Phil Höcke Frieden, tolles Meme. Wie gesagt, also die den Proletopia, die Shorts für Proletopia, atmet Höcke noch auf Luft. Die den Shorts-Kanal für Proletopia, die Shorts für Proletopia erstellen. Ich weiß nicht, ob er selbst das macht, aber die das machen. Nehmt dieses Gespräch und zieht da 50 Shorts oder 60 Shorts raus. Die findet ihr. Ihr findet so viele Shorts in diesem Gespräch.
So, Dara blamiert sich hier wirklich alle 2 Minuten. Also nicht mal. Also die Frequenz ist wahrscheinlich noch höher. Das ist so lächerlich, was der Typ hier von sich gibt. Also, ja, so atmet Höcker auch Luft, aussehen. Ja. Oder, ja, klippt das alles mal. Also das ist so genial. Das ist der Wahnsinn, ne? Was man in einem Talk alles für Müll raushauen kann. Ich meine, wir verwerten das Gespräch hier auch jetzt gerade nochmal durch eine Reaktion und die wird wieder gut geklickt werden. Ich meine, da klickt sich immer gut, seltsamerweise. Weil es einfach unterhaltsam ist. Weil, also, ich ist ja einfach Gossip. Das ist sowas wie Boulevardjournalismus hier auf sowas zu kommen. Ja, meine Frage, was dachtest du denn anfangs von Daras? Wo du hast du von ihm gehört oder hast du ihn selber so erlebt im Chat? Wie bist du auf Dara gekommen? Frag mal so. Ich war früher nicht auf Twitch unterwegs. Ich habe ihn zuerst auf seinem YouTube-Kanal gesehen, als er ein Interview mit Future Sapiens hatte. Das ist ein basierter YouTuber. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Ah ja, der. Hat leider nichts mehr gemacht in den letzten 2 Jahren. Nichts Großartiges mehr. Aber mit dem hatte der ein Interview und da dachte ich, okay, ein linker Streamer basiert. Dann bin ich... Ja, Proletopia hatte ich ja auch schon so mitbekommen. Also Proletopia hatte ich am Anfang kritischer gesehen als Dara, weil Proletopia sich dauernd mit irgendwelchen großen Streamer wie KuchenTV oder so gestritten hat und sich dabei ziemlich dumm angestellt hat. Aber ja, mittlerweile hat sich das gedreht. Also Proletopia nach Beginn des Ukraine-Krieges basiert Dara, ja, ein Kriegshetzer. Anders kann man das nicht beschreiben. Also bei Dara, als ich gemerkt habe, was für jemand das ist, da hatte ich nämlich zuerst in seinen Chat geschrieben, Moment mal, du bist für Waffenlieferungen in die Ukraine. Ich war nämlich völlig überrascht. Mir war überhaupt nicht klar, dass er dafür Waffenlieferungen ist. Ich habe ihn ja auch nicht so aktiv verfolgt. Ich war ja auch nicht groß auf Twitch. Bin ich ja immer noch nicht. Also so häufig bin ich ja nicht in irgendwelchen Chats unterwegs. Und dann er so, ja, ich so, ja, warum? Weil die Ukraine angegriffen wird, dann halt hin und her. Und ich so, also als er dann gesagt hat, ja, aber Russland hat sich doch, die Ukraine ist da einmarschiert und bla 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 bla, diese ganze moralische Argumentation. Und ich so, und der Westen hat 2014 in der Ukraine einen Putsch unterstützt. Ist das besser? Und dann er so, aber was soll denn jetzt diese Verschwörungstheorie? Ja, also da war mir ziemlich klar, okay, kannst du dir nur in den Kopf fassen. Aber ich habe auch Florian nichts gegen Dara gesagt. Also ich habe auch nichts öffentlich gesagt. Ich will ja kein Beef mit anderen Leuten. Ja, also ich dachte auch, er. Ja, kein Beef. Na, ich glaube, das, ja, gut. Ihr hattet ja schon euren Talk, ne? Also, Dara will anscheinend Streit, diese ganzen Walkisten. Also, jeder versucht mit ihnen sachlich zu debattieren, endet darin, dass sie, oder fast jeder versucht, nicht wirklich jeder, dass sie einen in die Ecke stellen, dass sie irgendwelche Sachen über einen behaupten, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Also, das sind politische Gegner und dagegen muss man vorgehen. Natürlich mit sachlichen Argumenten. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab das aufgegeben. Ich kann die eigentlich nicht mehr, ich kann die null noch ernst nehmen. Die mit jedem Tweet, mit allem, was sie machen sich nur noch lächerlich als überhaupt. Deswegen, also, ich war ja auch anfangs, man müsste die bekämpfen, in Anführungszeichen, man müsste das aufklären. Mittlerweile, alle, die machen sich so selber zum Ei und Kuchen und TV und alle, die zeigen's ja auch, ne? Die großen Leute, also, die machen sich alle nur selber zum Ei. Das ist der Wahnsinn. Aber Florian Brückner schreibt, Sella Agi soll endlich mal was? Sage Agi endlich, dass ich und Hodi Mod sein sollen. Wer ist ein Hodi? Keine Ahnung. Scherz. Achso, es war nur ein Scherz. Ja, aber ich kann die halt. Noch. Ich hatte ja anfangs Dara mal geschaut, ne? Auf Twitch ganz normal. Da hat er sich noch der radikale Demokrat, das war ganz am Anfang. Da dachte ich, eigentlich. Oh, der hat Ahnung, da war ich ja noch bei den Rechten. Oh, der hat scheinbar doch Ahnung. Und was der so geredet hat, klang auch gar nicht so schlau. Da hat er aber über Wirtschaft eher geredet, so ein bisschen, ne? Aber dann nach und nach ist mir das halt erst klar geworden, was das für ein Typ überhaupt ist. So, sorry. Ja, der ist wirklich komplett diese antideutsche Ideologie hat er internalisiert. Ja, wie gesagt, das ist mir auch erst nach Beginn des Ukraine-Krieges klar geworden. Der hat sich ja auch nicht groß mit Identitätspolitik beschäftigt, also jedenfalls nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also. Ja. Das freut mich, Florian. Oder uns. Was sind die Verschwörungstheorien von Sarah Wagenknecht? Hab ich dir gerade gesagt. Möchte Höcke aufreden? Ich kann dir das auch noch weiter erklären. Kannst ich du mir die frage dich, beantworten? Nein, du beantwortest zuerst meine. Komm schon, du hast behauptet, Sarah Wagenknecht ist Verschwörungstheoretikerin. Meine Frage was hat sie welche Verschwörungstheorien hat sie verbreitet? Erwin. Ja, das hatte meine Frage. Nix, Erwin. Erwin hilft dir nicht.
Beantworte meine Frage. Kurz meine Frage beantworten. Ich habe die meine zuerst gestellt. Beantworte sie, dann beantworte ich deine. Ist alles gut. Alles klar. Du weißt, wie Gespräche funktionieren. Naja, weil Friedensverhandlungen einfach permanent stattgefunden haben. Deswegen ist das eine Verschwörungstheorie, wenn man sich dann hinstellt und sagt, warum machen wir das nicht endlich? Das hat sie nicht weil gesagt. Man damit ja suggeriert, dass die Regierung unbedingt einen Krieg möchte und auf Friedensverhandlungen verzichtet und de facto der Krieg jederzeit beendet werden könnte. Sie deswegen sagt, ist das eine Verschwörungstheorie. Das ist keine Verschwörungstheorie. Man suggeriert sozusagen, da ist eine böse Verschwörung im Hintergrund, die wollen unbedingt den Krieg weiterführen. Und wir müssen deshalb ganz dringend Friedensverhandlungen führen, obwohl die ganze Zeit passieren. Hat die USA gesagt, dass sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen wollen? Erwin. Hat sie oder hat sie nicht? Erwin, das heißt doch nicht. Ja, das haben die USA gesagt, da hat Erwin völlig recht. Und um nochmal auf Domauer einzugehen, ja, der Holodomor hat nur. Weil Sturm habe ich gerade mit dem Holodomor argumentiert und sagt, deswegen hätte die Ukraine so Vorbehalte gegenüber Russland, aber es ergibt nicht so Sinn. In absoluten Zahlen sind beim Holodomor am meisten Russen gestorben. Und relativ zur Bevölkerung, wenn man sich die Sowjetrepubliken ansieht, sind am meisten Kasaken gestorben. Das heißt, die Ukraine war weder relativ noch absolut am stärksten von dieser Hungersnot betroffen, die in der damaligen Zeit herrschte. Also es war auch in der Ukraine eine verheerende Hungersnot, keine Frage. Aber in anderen Sowjetrepubliken hat die halt noch schlimmer gewütet. Nicht, dass es keine Friedensverhandlungen gibt. Nein, und Kasachstan hat ja jetzt auch keine deswegen antirussische Regierung. Oder Belarus, wo der Hungersnot natürlich auch gewütet hat. Also diese Logik, da ist geschichtlich mal irgendwas passiert und deswegen wird da jetzt diese oder diese Politik gemacht, das greift zu kurz. Das hat sie auch nie gesagt, dass es keine Friedensverhandlungen. Sie hat gesagt, wir müssen Friedensverhandlungen erfolgreich umsetzen. Hat die ganze Zeit das Narrativ bedient. Was? Wir machen keine Friedensverhandlungen und wir sollten endlich mal damit anfangen. Ja, wir sollten und damit eben dieses Narrativ bedient oder suggeriert immer gesagt, und immer wieder, nein, die Regierung möchte gerne weiter Krieg führen. Das ist faktisch falsch, was du sagst. Sie hat selber gesagt, dass Verhandlungen von Boris Johnson torpediert wurden, dass es Friedensverhandlungen gab. Das hat sie letztens, das heißt, sie kann nicht leugnen, dass es Friedensverhandlungen gibt. Das stimmt ja nicht, was du sagst. Das widerspricht das mit ja. Dem Boris. Daran denkt sich irgendein absurden Schwachsinn aus, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ihr merkt es gerade, ich weiß nicht, ob er sich nicht damit beschäftigt hat oder ob er sich da irgendwas ausdenkt und ganz genau um die Wahrheit weiß. Oder die Wahrheit, also zwei Möglichkeiten. Entweder ihm ist die Wahrheit egal oder er kennt die Wahrheit und versucht jetzt trotzdem irgendwas herbeizuschwurbeln. Also in beiden Fällen würde er lügen. Also in beiden Fällen wäre es eine bewusste Unwahrheit, was er da sagt. Boris Johnson ist ja das Narrativ, dass Friedensverhandlungen angesetzt waren und dann kam Boris Johnson und hat das verhindert. Nein, es gab schon Friedensverhandlungen und er hat gesagt, die sollen unterbrochen werden, wenn ich mich richtig erinnere, das hat sie gesagt. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, was da so, und deshalb hat sie das genannt, aber trotzdem gab es drumherum immer weiter selbstverständlich Friedensverhandlungen, aber die wurden eben von russischer Seite vor allem abgelehnt. Was Sarah Wagenknecht dann getan hat, ist ja eben genau dann wieder diese Narrative spinnen, dass der Westen unbedingt keine Friedensverhandlungen möchte, obwohl es die immer und immer wieder gab. Das ist eine politische Verschwörungsideologen und deshalb sind ja auch die ganze verschwörungsideologische Szene auch zum Beispiel der Höcke bedient genau das gleiche Narrativ und deswegen finden sehr viele AfD-Wählerinnen und Wähler nun mal auch Sarah Wagenknecht super, weil die immer dabei ist. Das gemerkt, Dara hat kein einziges inhaltliches Argument gebracht. Weizengummi schreibt so im Chat, ich glaube, Dara beschäftigt sich mehr mit Diskussionstaktik als mit Inhalt. Absolut. Also er sagt ja nicht mal, dass es falsch, was Proletopia hier verbreitet. Nein, er sagt einfach Verschwörungstheorie, egal was Erwin sagt. Erwin könnte wirklich detailliert jedes einzelne Detail dieser Friedensverhandlung, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, hier ausbreiten und Dara würde immer noch Verschwörungstheorie schreien. Also, ja. Ist, wenn es gerade in der großen Krise darum geht, genau das verschwörungsideologische Narrativ zu bedienen. So, ich frage dich jetzt eine Frage. Denkst du, dass die New York Times ein verschwörungstheoretisches Blatt ist? Nein. Die New York Times hat exakt das Gleiche geschrieben, was du gerade gesagt hast, was Sarah Wagenknecht gesagt hat. Ja. Ja. Also ist ja, jetzt dann... Das Foreign Affairs hat das aufgeschrieben. Foreign Affairs, die werden vom Council on Foreign Relations rausgegeben. Also, den würde ich jetzt mal nicht eine anti-amerikanische Haltung oder verschwörungstheoretisches Denken unterstellen, was auch immer verschwörungstheoretisches Denken sein soll.
Was? Naja, das dann ist die New York Times auch eine Verschwörungszeitung nach der. Nein, Richtung. Sie nicht, weil die New York Times ist eine Zeitung, die verschiedene Artikel von verschiedenen Autoren und verschiedenen Journalistinnen und Journalisten abdruckt. Also sind diese Journalisten Verschwörungsideologen? Nein, vielleicht der Einzelne, aber es kommt darauf an, was in diesem Artikel stand. Wenn der Artikel besagt hat, Boris Johnson hat bei Friedensverhandlungen interveniert. Nein, dann ist das einfach nur ein Artikel darüber, dass Boris Johnson an einem Punkt bei einer Friedensverhandlung interveniert hat. Es war ein Artikel, der besagt hat, dass... Ja, der genau, das belegt doch genau das, was Erwin gerade ausgeführt hat. Und damit wäre das doch... Ja, was soll man damit noch sagen? Dass die Amerikaner sich auf Friedensverhandlungen stützen sollen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen sollen. Das war der Artikel.